Herzlich willkommen hier auf Mighty Detail, meinem neuen Kanal, auf dem ihr in Zukunft noch mehr Videos über Hausautomation, Docker, FreeNAS, FreePBX und noch viel mehr finden werdet. Heute starten wir simpel mit der Installation von Ubuntu auf einem V-Server, der mir freundlicherweise von IP Project zur Verfügung gestellt wurde, damit ich euch das heutige und die zukünftigen Videos zeigen kann. Ein Link zu IP Projects findet ihr in der Videobeschreibung. Nach der Grundinstallation von Ubuntu werden wir uns noch dem SSH-Server widmen und den Port ändern, damit ihr erstmal eine gewisse Sicherheit auf eurem System habt. Also fangen wir an. Oben auf der Seite wählen wir V-Server aus und klicken dann auf normalen Linux V-Server. Der Linux V-Server M reicht für das, was wir vorhaben, erstmal völlig aus. Ein kleiner Minecraft-Server ist möglich und auch noch ein paar kleinere Services wie Webserver oder Datenbankserver. Wir wählen HVM aus oder ich wähle immer HVM aus. Das steht für Hardware-Virtualisierung. Und bietet ein bisschen mehr Features als die normalen Geschichten. Es ist möglich, noch ein paar Prozent Rabatt rauszuholen. Ich persönlich zahle lieber monatlich immer, weil ich dann weiß, was ich für Ausgaben habe, aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Danach füllt ihr noch das Formular mit euren Daten aus und wartet dann auf eure Freischaltung. Wenn ihr eure Login-Daten bekommen habt, geht ihr auf die entsprechende Seite, die mit in der E-Mail steht, loggt euch dort ein, dann wählen wir HVM Neuinstallation aus. Als Betriebssystem nehmen wir Ubuntu 20.04. Anschließend wählen wir bei Boot-Reihenfolge die Reihenfolge so, dass das CD-Laufwerk mit der entsprechenden Ubuntu ISO als erstes ausgewählt ist. Danach drückt ihr noch auf Ändern, klickt auf OK und dann wartet ihr einen Moment, bis eure Änderung durchgeführt wurde. Jetzt gehen wir zurück auf die V-Server-Übersicht, wo auch die VNC-Adresse steht. Das ist sowas ähnliches wie ein Remote Desktop, wo wir uns direkt auf die Shell verbinden können, um Installation durchzuführen. Auf dieser Seite finden wir auch das entsprechende Passwort, klicken auf den grünen Pfeil und landen schon auf der VNC-Seite. Dort geben wir das Passwort ein. Kann sein, dass der Server noch einen Augenblick braucht, bis er gestartet hat. Als erstes kommt die Sprachauswahl. Ich persönlich nehme für meine Server als Sprache am liebsten Englisch, aber das ist euch überlassen. Außer bei der Tastatur, die stelle ich auf Deutsch um. Ein paar Einstellungen müssen wir noch händisch tätigen. Dazu gehört die IP-Adressierung. Klingt für Leute, die vielleicht mit Linux noch nicht gearbeitet haben, etwas kompliziert. Ist es aber eigentlich gar nicht. Die passenden Daten dafür finden wir auf der IP-Übersichtsseite in unserem Kundencenter. Dort ist unsere IPv4 und IPv6 angegeben und die passenden Daten, die wir als Gateway eingeben müssen. Als Name-Server benutze ich
die Server von Cloudflare. Nach der IPv4-Adresse richten wir jetzt noch die IPv6-Adressen ein. Das ist im Prinzip genau das gleiche, nur dass die ein bisschen komplizierter aussehen. Die Adressen finden wir ebenfalls in unserem Kundenmenü. IPv6-Adressen sind aufgrund der IPv4-Knappheit mittlerweile immer wichtiger und schon seit mehreren Jahren aktiv, sollten auch auf jeden Fall eingerichtet werden. Hier benutze ich ebenfalls die DNS-Server von Cloudflare. Die findet ihr auch beide unten in der Videobeschreibung. Nun gehen wir unten auf Weiter und die nächsten zwei Schritte können wir auch überspringen. Als nächstes muss die Festplatte konfiguriert werden, was eigentlich in der Standardeinstellung schon okay ist. Also gehen wir bei diesen Schritten auch weiter. Nun müssen wir uns noch einen gewünschten Benutzernamen aussuchen, mit dem wir uns auf dem Server einloggen wollen. Und noch einen Namen für den Server auswählen. Das Passwort ist wie fast immer doppelt zu bestätigen. Wichtig ist, dass wir in diesem Schritt auf keinen Fall den OpenSSH-Server vergessen. Sonst kommen wir nachher nicht von außen auf unseren Server drauf. Von diesen Paketen braucht eigentlich erstmal nichts mit installiert werden. Anschließend wird die Installation gestartet, was etwas dauern kann. Darum spule ich das jetzt etwas schneller vor. Wenn die Installation fertig ist, wählt ihr unten Reboot aus und wartet auf den Neustart des Servers. Um den Server schon mal etwas sicherer zu machen, loggen wir uns das erste Mal ein mit der IP-Adresse aus dem Kundencenter auf dem Standardport 22. Und werden gleich erstmal den Standardport von 22 auf etwas anderes setzen. Diese Warnmeldung, die kommt, ist bei der ersten Verbindung normal, weil ihr euch zu diesem Server noch nie verbunden habt. Und da ihr ihn selber eingerichtet habt, könnt ihr ihm ja auch vertrauen. Nun gebt ihr euren Benutzernamen an, den ihr bei der Installation ausgewählt habt, und loggt euch mit eurem entsprechenden Passwort ein. Unter Linux gibt es verschiedene Editoren, mit denen ihr Dateien bearbeiten könnt. Ich persönlich benutze am liebsten und am meisten Nano. Die Datei, die wir bearbeiten müssen, findet ihr unter etc/ssh und die Datei heißt ssh-d-ssh.
config. Nun seht ihr, dass viele Zeilen mittels Raute auskommentiert sind. Die Zeile, die wir suchen, ist der Port. Aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar müssen wir die Datei mit Root-Rechten bearbeiten. Das ist im Prinzip wie bei Windows der Administrator. Ansonsten kann die Datei nicht gespeichert werden. Dazu haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können eine interaktive Administrator-Shell aufrufen. Das machen wir mit sudo -i. Dann müssen wir unser Passwort eingeben. Empfiehlt sich aber eigentlich nicht. Wenn wir den Befehl des Editors selber per sudo aufrufen. Dadurch starten wir nur diesen Editor im Administrator-Modus. Dort nehmen wir die Raute bei Port weg und nehmen einen Port unserer Wahl. In diesem Beispiel nehmen wir den Port 13222. Allerdings sollte man natürlich darauf achten, dass dieser Port einen nicht im Weg steht bei dem Service, den man betreiben will. Zum Beispiel bei einem Webserver Port 80 und Port 443. Nun bringen wir das System noch auf den aktuellsten Stand und gucken nach Updates und führen diese auch aus. Das machen wir mittels sudo apt-update. Dann und sudo apt-upgrade. Nun wird nach Updates gesucht und es kommt gleich nochmal eine Abfrage, ob man sie wirklich installieren möchte. Diese Abfrage bestätigen wir mit Ja bzw. Yes und warten ab, dass die Updates geladen werden und installiert werden. Das mache ich mal in einem Schnellvorlauf. Nachdem die Installation fertig ist, müssen wir den SSH-Server noch neu starten, damit der neue Port aktiv wird. Danach loggen wir uns mittels Exit aus und probieren, ob der neue Port aktiv ist. Wie wir sehen, können wir uns verbinden und uns mit unseren Benutzerdaten einloggen. Da vorhin aber wichtige Updates durchgeführt wurden, zeigt uns das System an, dass es gerne neu gestartet werden möchte. Dies machen wir wieder mittels sudo und geben sudo reboot ein. Wir müssen das nochmal mit unserem Passwort bestätigen. Nun ist der Server auf dem neuesten Stand und einsatzbereit. Der SSH-Port ist für andere erst einmal nicht erkennbar, weil er auf einem beliebigen Port sitzt. So, das war's mit dem ersten Video. Ich hoffe, es war nicht allzu schwer und einigermaßen erklärt. Im nächsten Teil geht es dann weiter mit der Installation von Docker und der Verwendung von Portainer zur Verwaltung. Dann bis zum nächsten Mal.